Ja, guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Das Bild lädt gerade ein bisschen von dem Spiel. Es geht aber sofort weiter, denke ich. Das ist ein ganz spontaner Stream von mir. Ich habe mir gedacht, oh, setz dich mal dran, mach mal einfach. So, da geht's schon weiter. So. Werde ich mal schauen, was wir so erledigen können. Jetzt sind wir gerade in Kassel. Ich würde gern auch mal eine andere Tour fahren. Das heißt, ich werde meinen LKW mal anders machen. Ich werde mal nach Salzburg reisen. So. Da gehen wir mal ganz schnell hin. Oh, schon so. Dann schauen wir mal von hier. Oh, das ist ein bisschen weit. Wollte nicht ganz so weit fahren. Wollte eigentlich mal in Richtung Westen fahren. Aber da gibt es irgendwie nicht so viel. Nehmen wir mal den Auftrag. Den nehme ich jetzt mal an. Los geht's, würde ich sagen. Und ich glaube, ich muss meinen Spiegel noch ein bisschen einstellen. Und ich glaube, mein Licht habe ich auch noch nicht an. Es ist nämlich noch ein bisschen dunkel. Standardlicht, Ablett. So, genau. Frontmontierung, Dachmontierung. Okay, jetzt kann es losgehen. Aber nicht aus der Sicht, sondern aus der Perspektive innen. So. Und hallo an alle, die sich gerade zuschalten, gerade dabei sind. Wir fahren einfach mal hier los. Noch mal, wo es hingeht. Wir fahren nach Metz in Frankreich und fahren Lachsfilet. Zumindest gleich, wenn ich den Hänger geholt habe. Oh, jetzt muss ich mal eben schauen. Hier steht, dass ich hier auf den Hof fahren soll. Ah ja, da ist er.
So, und heute mal mit erschwerten Bedingungen. Ich werde nämlich nicht Taste 3 drücken, sondern ich werde versuchen, den Hänger so mit den Rückspiegeln zu bekommen. Aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ich gebe es zu, das habe ich die letzten Tage ein bisschen geübt. So, dann ist er auch schon dran. So, müssen wir lang hier rechts rum, sehe ich gerade. Okay. Das heißt, wir fahren quasi die Strecke noch mal ein ganz kurzes Stück zurück Richtung Werkstatt bzw. Garage. Hier haben wir ja hier links. Und dann schauen wir mal, was die Fahrt so bringt, ne? Ich hoffe, keine bösen Überraschungen, dass wir heile wirklich ankommen. Gestartet sind wir von Salzburg. Sorry. Bisschen langsamer, sonst kommen wir hier nämlich nicht heile rum. So. Ja, moin. Na? Kannst zwar nicht lang zusehen, ja, muss wahrscheinlich bald zur Arbeit, ne? Ist auch ganz spontan, habe ich mir überlegt, jo, setz mich mal dran, ich stream mal wieder was. Hoppala. Deswegen, also, ganz spontan und einfach super schnell eben einmal dran. Hatte mal wieder Bock drauf. Hui, das war knapp. Hab ja vor, in absehbarer Zeit mal Kolonne mitzufahren. Ich bin da eingeladen worden von, ich glaube, den kennst du auch, von Eugene. Und Osterstrom und so, die fahren da ja mit in Multiplayer und da bin ich eingeladen worden, schon vor längerer Zeit mal mitzufahren. Und irgendwie hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben, aber irgendwann möchte ich da gerne mal mitfahren. Zu deren Leidwesen wahrscheinlich, weil ich ewig schon keine Kolonne mehr gefahren bin, aber naja, wird schon irgendwie gut gehen. Aber fand ich nett, dass sie mir das so angeboten haben. Ja klar, wird das Spaß machen. Das auf jeden Fall. Also sind auf jeden Fall super nette Leute und wird schon gut gehen. Vielleicht probieren wir auch erstmal nur eine kurze Strecke oder so, dass ich mich da überhaupt erst dran gewöhnen kann. Und dann kann man ja längere Strecken immer noch ausbauen, aber das wird sich dann zeigen. Keine Ahnung.
Aber ich denke mal, nächstes Wochenende werde ich auch noch groggy sein, nach der Weihnachtsfeier dann. Wird ja eh schon ein langer Tag, ne? Von 10 Uhr an arbeiten. Und dann machen wir zwar um 17 Uhr den Laden zu, aber das ist dann auch Hetze, Hetze, mal eben schnell fertig machen. Und dann ab nach Dortmund zur Weihnachtsfeier. Und die geht dann für uns, denke ich, so bis 1 Uhr rum. Eigentlich geht es ja länger, aber wir wollen dann schon um 1 Uhr abhauen. Aber bis wir zu Hause sind, ist auch schon wieder 2, halb 3 rum. Wird lang. Und dann weiß ich ja nicht, wann ich wieder an dem Sonntag unter den Lebenden bin. Ach, er wird schon. Wird sich zeigen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mal wieder Kolonne fahren. Ich bin ja damals schon Kolonne gefahren. Bei einem anderen YouTube-Streamer. Aber da lief das nicht immer ganz so toll ab, weil ja viele halt eben aufgefahren sind und dann hast du Schäden gehabt ohne Ende und hat auch auf Dauer gefrustet und irgendwann wollte keiner mehr fahren. Dann hat sich das zerschlagen. Ja, ist verständlich. Ich weiß ja warum. Würde ich dann auch nicht mehr machen. Ich habe auch mit mir gehadert, aber ja, jetzt gehen wir dann doch fast geschlossen und fast als komplettes Team dann dahin und ich glaube, dass das unserem Team auch mal ganz gut tut, wenn wir mal was Lockeres so zusammen machen. Unsere eigene Weihnachtsfeier machen wir ja auch noch. Nee, ich weiß, es ist keine Pflichtveranstaltung, wobei, ja, damals mein anderer Chef, der ja nicht mehr dabei ist, der hat immer gesagt, das ist wie eine freiwillige Pflichtveranstaltung. Wenn du da bist, wird das halt gerne gesehen, weil es ja Zugehörigkeit irgendwie nochmal vermittelt, wobei ich das Quatsch finde. Man hat ja auch mal andere Verpflichtungen noch und man hat auch noch andere Pläne vielleicht im Leben und wenn das dann gerade an dem Tag nicht passt, dann ist das halt eben so. Aber trotz alledem, vorher wäre es ja fast anders gelaufen und ich glaube, dass das schon so ein kleiner Dämpfer mal ist und dass da vielleicht auch mal ein Umdenken stattfindet, keine Ahnung. Hoi, 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 was kommst denn du mir so nah? Hilfe. Heute habe ich frei, ja? Ja, es ist ein bisschen doof mittlerweile bei uns geregelt. Irgendwie so richtig feste, freie Tage hat keiner. Aber im Moment, ja, hat sich so der Dienstag als mein freier Tag so ein bisschen entpuppt. Ja. Aber so richtig fest sind die Tage nicht. Also keiner kann sich da wirklich drauf verlassen, dass er auch wirklich den freien Tag behält. Kann auch ganz schnell anders werden. Eigentlich hatte ich immer so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Tage. Finde ich ganz gut. Freitags finde ich immer doof, weil dann hast du zwar den Freitag frei, aber weißt ganz genau, Wochenende, am Samstag musst du doch arbeiten.
Am liebsten habe ich eigentlich auch so, wie du jetzt morgen hast, mittwochs frei, weil das einfach wirklich so ein bisschen zerteilt ist dann die Woche und das liegt dann einfach noch mal ein bisschen anders. Ja, genau. So ist es wirklich. In der Woche ist wirklich geiler, weil das sich halt wirklich verteilt dann. Aber hat halt nicht jeder Zeit, ne? Die meisten sagen dann, nee, ich kann einen Samstag und dann kannst du wieder nicht, weil du halt eben arbeiten musst und wahrscheinlich dann auch noch, ne, am besten kriegt man dann noch eine Spätschicht aufgedrückt, was ja dann noch blöder ist. Wenn du dann Frühschicht hast, naja, dann kann man halt eben abends noch was miteinander machen, ne? Aber das ist halt eben Einzelhandel, ne? Haben wir uns so ausgesucht, müssen wir jetzt mit leben, ne? Ah, bis 20 Uhr hast du diesen Samstag, ja. Ja gut, und ich habe halt eben ausnahmsweise machen wir 17 Uhr zu, statt 19 Uhr. Und dafür haben wir ja dann die Fahrt dann zur Weihnachtsfeier. Also es wird auch ein langer Tag. Ach ja, genau, Sonntag fährst du nach Hagen, richtig. Ja, da fährst du bestimmt auch morgens direkt hin, ne? Nach Hagen. Deswegen, also ich bin auch im Moment noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so keine speziellen weihnachtlichen Waren haben, sondern einfach nur zusätzliche Aufsteller mal kriegen. Aber das ja, bleibt halt eben auch Standard bei uns jetzt, dass man da so wenig Berührung halt eben mit besonderer Ware hat. Und vielleicht kommt das, wenn wir dann erstmal unseren Weihnachtsbaum da schmücken im Laden. Oh, Sonntag um 9 Uhr schon. Oh je. Das heißt aber früh aufstehen. Wäre ich auch. Du, ich hasse diesen Song, ne? Last Christmas. Ich kann es nicht mehr hören. Ehrlich, also Peter liebt den Song ja. Und ich hasse ihn, also wirklich hasse den Song, ne? Also ich kann den gar nicht hören. Das muss schon am Anfang nur diese Melodie, dann vergeht mir schon alles. Das ist halt einfach, weil es zu viel gespielt wird. Ach du Scheiße, Sonntag hat Funk den ausgerechnet gespielt. Oh. Gleich Defollow und Deabo. Nein, Spaß. Ich hasse ihn jetzt, ja. Deswegen sage ich ja, gleich Defollow und Deabo. Nee, grausam. Also ganz, ganz schlimm für meine Ohren. Also da höre ich lieber was anderes. Das wird aber auch rauf und runter gespielt und egal welchen Radiosender du anmachst, dann kommt wieder der Song und. Oh. Und im Fernsehen kommt er dauernd und wirst ja nur noch zugeschmissen mit diesem Song. Es gibt schon Songs, die kannst du dir einfach nicht anhören und der gehört mit dazu. Und dann meint er noch eine gute Nacht an alle hasserfüllten ehemalige Zuschauer. Ja, es ist halt Funk, ne? Ich hätte aber auch sehr hasserfüllt reagiert. Was ein Arsch, ey, ja.
Ich hätte auch geschrieben, und tschüss, Bruder muss mal los. Boah, ich ging ab im Chat, wäre ich auch. Und dann hätte ich geschrieben, Bruder muss los. Komm dann mal wieder, wenn du vernünftig geworden bist. Wie kann man so einen scheiß Song spielen? Verstehe ich nicht. Ja, kann man auch nur Ton aus, gar nicht hören. Und jemand so Cheater. Nee, das ist einfach nur Stückchen gute Laune bewahren, wenn man dann den Ton ausmacht, damit man nicht ganz so in diesen Hass verfällt. Oh, ausgerechnet zum Feierabend. Ja, das ist ja dann. Bin förmlich rausgerannt. Ja. Wäre ich auch. Ich hoffe nur inständig, meine Chefin möchte ja gerne einen neuen Stick bespielen. Weil wir halt eben schon gefühlt seit Frühjahr ein und dieselbe CD dauernd hören und die in Endlosschleife. Das heißt, du hast wirklich dann am Abend jedes Lied mindestens 10 Mal gehört. Das ist dann auch schön. Jetzt sollen ja irgendwann dann doch mal die Weihnachtslieder kommen. Ich hoffe für sie, dass sie nicht diesen Song da drauf hat. Ja, ach du Scheiße, genau. Ganz ehrlich, dann flüchte ich wahrscheinlich auch. Welche sagen, Chefin, Stick neu bespielen, rauslöschen. Geht gar nicht, kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Vor allem dieses, sorry, aber schwule Gebimmel von dem So. Ja. Wenn er schon anfängt, bäh, kann ich, nee, kann ich gar nicht erst ansummen oder so. Das, nee. Kriege ich ganz schlimme Gänsehaut und, bäh, nee. Einfach nur Ekelpelle. Wow, da muss ich lang. Ja, das Emote passt am besten dazu. Das passt am allerbesten dazu. Ja, und wie die immer alle tun mit dem Song, so, oh, das ist so schön. Und ich denke mir so, was ist falsch mit dir? Warum magst du den Song? Was ist kaputt bei dir? Irgendwas ist bei denen kaputt, die das mögen. Fehler in der Matrix. Oh, da war eine sehr kurvenreiche Strecke hier gerade. Dir wieder am Hintern gepackt, geklapst. Das habe ich vermisst, das Begrabbeln. Oh.
Ist dann aber auch der Einzige, der das darf, ne? Jeder andere, patsch, voll in die Fresse. Sonja, du keine Sau geboren, um Liebe zu geben, du Luder. Klingt nach einem sehr witzigen Lu Kollegen, also richtig cool. Oh, du bist so heiß wie ein Vulkan. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, den Kollegen würde ich auch sehr lieben, ja. Ja, uns fehlt auf der Arbeit so ein Kollege. Gestern, ne? Ich arbeite so, ne? Bin gerade mit einer Kundin noch kurz vor Feierabend, ne? Haben wir noch ein Kind reingesetzt in den Sitz und dann kommt unser Azubi rein. Der war Flyer verteilen und hatte jetzt eine Jacke an, ne? Und wollte mir irgendwas sagen. Da sagt die Kundin doch glatt zu mir: Oh, ich glaube, ihr Sohn möchte etwas von Ihnen. Und ich so, nee, das ist nicht mein Sohn. Ganz bestimmt nicht. Boah, nee. Mein Sohn heißt nicht, ne? Na, ist egal, sage ich jetzt nicht. Muss ich ja jetzt nicht sagen. Aber das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, der nicht. Ich sag, mein Sohn ist zu Hause. Ich so, der ist auch ein bisschen was größer als der. Ja, der hat aber Ähnlichkeit mit ihnen und ich denke mir so, hä? Wie der hat Ähnlichkeit? Erstmal hatte, ne, hab ich ja rotbraune Haare sozusagen oder rotblonde Haare. Oh, ich muss mal tanken. Und der hat schwarze Haare, wo ich mir so denke, okay, wie kann der Ähnlichkeit mit mir haben? Das war so ein bisschen strange. Denk mir so, okay, ich glaube, du musst mal zu Fehmarnkundin. Du brauchst mal eine Brille, damit du genauer gucken kannst. Boah. Weiter geht's. Oh, das war teuer. Der Tank war teuer. Aber egal. Musste sein. Und dann wirst du auch noch damit aufgezogen dann, ne? Meine Kollegin so, ja, ne, gib deinem Sohn mal. Ich sag, ich gebe dir gleich meinen Sohn. Ich sag, ich krieg dir gleich hier alle, ne? So nicht. Aber so schnell geht das, ne? Kaum dann hat der mal eine Jacke an, dann wird er schon für meinen Sohn gehalten. Oh, nee. Zumal ich da aber sehr, sehr jung gewesen wäre. Nee, nee. Unglaublich. Da müssen wir hin. Wo wartest?
Nee, ach, hat die bestimmt nicht böse gemeint. Das war auch ihr dann letzten Endes sogar richtig peinlich, dass sie mir einfach ihn als Sohn so angedichtet hatte. Ich sag, nee, alles ist gut. Aber bei den Kollegen, dass die dann auch noch so, ne, auf den Zug aufgesprungen sind und so, hier komm, gib deinem Sohn mal. Und ich so, ja, ich geb meinem Sohn gleich du, Esel. Glaub, es geht los. Von wegen Sohn. Ja, die Kundin hat es nicht böse gemeint. Die hat nur gedacht, ja, da, ne, wäre wirklich mein Sohn und der wollte irgendwas von mir oder was, weil es kurz vor Feierabend war. Die war völlig irritiert und hinterher voll peinlich berührt. Oh nee, Entschuldigung, oder? Na. Nur sowas, weißt du, das klebt dann tagelang an dir. Dann darfst du dir das tagelang anhören. Das sind sie schon, du. Wow, einmal in den Chat geguckt. So, und da sieht man mal, ne? 80, 90 Kilometer im Blindflug für ein paar Sekunden, was da schon alles passieren kann. Mal diese Maut. Oh, da sind 15.001 Euro dazu gekommen. Das ist gut. Fleißiger Mitarbeiter. Ich habe gestern hier im Spiel noch einen neuen LKW gekauft, den ich dann aber selber auch fahren möchte. Mercedes, einen großen. Und zwei Anhänger habe ich mir gekauft. Damit ich auch mal so Touren damit fahren kann. Aber damit habe ich noch nicht geübt zu fahren. Vor allen Dingen dann Ware drauf zu kriegen. Das muss ich noch ein bisschen üben. Deshalb Busexpertin? Ja, da bin ich Profi. Das war aber auch mit einem Leben dann, habe ich da noch das Ziel gekriegt, glaube ich. Ich meine, das war mit dem Bus. Und habe da so einige rausgehauen auch damit, ja. Ich bin Busexpertin. Das macht aber auch Spaß, mit dem Bus da so ein bisschen die anderen rauszuschmeißen.
Aber kannst du halt nicht immer benutzen, ne? So, jetzt machen wir ein bisschen Elefantenrennen hier. Wow, was hat der denn unter der Haube, dass der so schnell ist? So, jetzt habe ich ihn. Oder er hat aufgegeben. Denkt sich so, okay, mach doch. €34 Maut. Guck mal, sind wir schon fast da, ne? Oh, ah, schon wieder einmal in den Chat geguckt. Ja, selbst im Spiel zocken die ab, das stimmt. Aber so richtig. Da eine Maut und hier eine Maut. Ich habe es auch schon gehabt. Dann, oh, verkehrte Strecke, egal. Ich habe es auch schon gehabt. Dann war ich gerade in der Maut. Und nur eine kurze Strecke weiter, wieder eine Maut. Und dann kurz gefahren, wieder eine, wo ich gedacht habe, boah, Leute, zockt ihr gerne so viel ab? Weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, Italien hat ganz, ganz viele Mautstrecken. Hi Schatz, was hab ich? Du hast es doch. Was denn? Ach, Geld. Ach so. Ja, geht, ne? Ich habe mir jetzt zwei neue Garagen gekauft, ne? In Odense, also dass ich eine Garage nördlich halt eben habe. Dann in Rom, um südlich auch nochmal was zu haben. Und jetzt fehlt mir noch im Westen eine und im Osten, da weiß ich aber noch nicht, wo ich das Ganze dann machen möchte. Da habe ich richtig Geld ausgegeben und dann den LKW noch. Ja, Ingame-Geld. Ey, wenn ich das mal im Real Life hätte. Wow. Da liegt sie, ja, da liege ich. Scheiße. Ja, hup noch, du. Meine Güte. Du siehst doch, dass ich da liege. Hup doch nicht. Ja, ist ja gut. Hup nicht, hilf. Oh Gott. Ja, Frau am Steuer, ist klar.
Ich gebe dir gleich Frau am Steuer. Ja, und jetzt habe ich auch noch die Ware verloren. Meine Güte. Genau, und Männer können nicht schreiben. So. Schreib dich nicht ab, lern lesen und schreiben. Oh. 33.000 hat der Scheiß jetzt gekostet. Ja. Ja. Heißt im Klartext, muss mir dann mal eine neue, bis halb blond, ja, aber nur halb, einen neuen Auftrag suchen. Yippie-yay-yay. So war das jetzt nicht geplant. Du bist Glatze. Oh, war ja. Ja, wir können ja. Machen wir denn am besten nach Rennes? Nein, das ist ein bisschen zu weit. Nehmen wir Dijon, Dijon, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Du bist Glatze, ist geil. Dijon, okay. Du hast länger, glaube ich, Französischunterricht gehabt als ich. Ich habe ja nur ein Jahr und dann habe ich diesen schrecklichen Unterricht abgewählt. Ja, da kann ich nichts zu. Er möchte die halt gerne so haben, ne? Die hat dich gefragt, ob du Russin bist. Oha. Ja, je nachdem, wie man das ausspricht, ne? Also mein Lehrer hat damals gesagt, ich soll das nicht so englisch aussprechen, weil ich wohl so einen englischen Akzent da drin hatte. Ja, ich sag, sorry, ich kann es halt nicht anders aussprechen. Und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Schuld vom Lehrer war. Ich hatte einfach keine Lust mehr, weil der Lehrer mich so wahnsinnig gemacht hat. Jedes Mal dieses, boah, sprich das nicht so englisch aus. Du musst das mit der Nase aussprechen. Irgendwie ist. Ja. Aber ist das wirklich ein rein russischer Name? Aber viele Russinnen heißen so, ja, ist wohl richtig. Aber dann wird das auch anders ausgesprochen, ne? Ich glaube Sonja oder so heißen die dann. Ja, genau. Wird dann mit I geschrieben,
Oder sogar mit Y, okay. Ja, es gibt ja so verschiedene Schreibweisen, was die Namen angeht. Auch meiner kann ja auch mit J geschrieben werden, habe ich mal gesehen. Ich denke so, oh Gott, nee. Dann gibt es meinen Namen sogar mit Doppel-L. Dann ist es italienisch. Was macht der hier? Hilfe! Es fährt Schlangenlinien hier vor mir. Boah. HCC. Wenn Sie mal wieder Kopfschmerzen haben. Hier steckt Werbung. Huch, was macht der denn da? Hilfe. Zieht da einfach so wupp rüber. Ja, Busse sind schon gefährlich, ne? Was für doofe Schilder. Darfst erst 110 fahren, kurz drauf nur noch 80 und dann geht es hier rapide runter. War schon wieder Maut. Das Spiel meint es echt nicht gut. Das Spiel ist gegen mich programmiert. Nein, Spaß. Alles gut. Was ich nur schöner fände hier bei dem Spiel wäre, wenn die Landschaften so ein bisschen oder überhaupt so die Städte auch ein bisschen realistischer wären. Dass das auch wirklich so aussieht. Aber es ist ja, jede Stadt sieht gleich aus. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Jetzt passt mein LKW auch wieder zur Jahreszeit so ein bisschen. Ist immer ganz lustig, wenn du im Sommer mit diesem Wintermotiv fährst, aber ist halt so. Und jetzt passt das halt wieder mit diesem Polarmotiv.
Zum Glück müssen wir die Tanke jetzt hier nicht nutzen. Die Tanke ist noch voll. Ruhepausen brauche ich auch nicht. Das habe ich nämlich ausgestellt, weil mich das genervt hat. Du fährst und dann jedes Mal kam, du bist müde, du musst schlafen. Dann habe ich das gemacht, bin im Ziel angekommen und habe dann Strafen dafür gekriegt, dass ich die Ware zu spät abgeliefert habe. Und das ging mir so dermaßen auf den Nerv, dass ich es dann irgendwann auch ausgestellt habe und gesagt habe, nö, kein Bock drauf. Ja, alles gut. Mach du mal. Du musst ja gleich los. Das ist schön Tempomat an. Kann man schön entspannt fahren. Ich werde aber schon mal so ein bisschen abbremsen, weil ich da gleich nämlich hier lang muss, genau. Scout Cars. Jeder weiß, was gemeint ist. Gleich schon wieder eine Mautstelle. Zocken ganz schön ab auf den Straßen. €70. Ja, Heidewitzka.
So, die zweite Feuerwehr, was ist denn los hier? Zweite Feuerwehrwagen schon, den ich sehe. Muss mir das was sagen nach meinem Unfall? Dann sind wir auch gleich schon angekommen in Dijon. Bei dem ging nur ein Licht. Nochmal eine Feuerwehr. Eieieiei. Bon voyage. Erster Aufenthalt in Dijon. Ups. Alt. Wow. So, und dann müssen wir hier rein. Da, genau. So, was haben wir denn? Auf Nummer sicher gehen ist darum. Ach komm, machen wir. Da sollen wir hin? Ach, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Einmal absatteln. Yes, geschafft. Würde ich sagen, ich zeige euch mal meinen neuen LKW. Mal auf LKW-Manager. Wo ist er denn? Das ist der Iveco. Da ist der Mercedes Actros. Und da steht er. So ein bisschen dunkles Grün, Metallic hat der. Ja, schon ein großer LKW mit den drei Achsen hier. Ja, der ist schon schick. Der hat auch einiges gekostet. Also der war über 200.000 irgendwie hat der, ich glaube 280.000 oder so hat der gekostet. Ja, und dann die zwei Garagen noch, die ich mir dann gegönnt habe in Odense und in Rom, die dann auch jeweils noch mit 180.000 zu Buche geschlagen haben. Ja. Ja, mal da einfach einsteigen. Das möchte ich. Dann schauen wir uns den mal ein bisschen näher an. Vor allen Dingen kann der auch ein bisschen mehr Schwertransporte fahren und das ist halt das, was ich so haben wollte. So, dann gehe ich mal auf die zwei. So, da ist er. So hört er sich an. Ja, der ist schon schick. Mal noch die Lichter anmachen. Fernlicht wieder aus, das blendet nur.
Umleuchte, Front- und Dachmontierung. So sieht er aus. Aber der hat ordentlich reingehauen. Bin ich am Überlegen, fahre ich jetzt weiter Euro Truck Simulator oder versuche ich mal ein bisschen Wreckfest? Wobei Wreckfest so ein bisschen grafische Probleme hat bei mir, glaube ich. Ich meine, dass ich da letztes Mal so ein bisschen Standbilder hatte. Aber wir können es vielleicht mal ein andermal probieren. Ich glaube, ich fahre noch eine ganz kleine Runde hier. Könnten eigentlich auch mal probieren, mit dem Hänger zu fahren, ne? Manager, habe ich den nicht hier? Der ist doch in hier. Oh, der Insel, da ist er doch. Aber der ist im Einsatz. Okay, dann nehmen wir den nämlich nicht. Er hat den im Einsatz. Ah ne, dann ist gut. Wenn die beide damit fahren, dann finde ich das sogar noch besser. Will ich nicht unbedingt. Oh, nee, das ist ein bisschen weit. Wir könnten dahin fahren nach Lüttich. Oder Straßburg. Osnabrück. Leere Fässer. Nehmen wir den. Nach Lüttich. Kabeljaufilets. Heute habe ich es mit dem Fisch, ne? Das hat vorhin schon nicht geklappt, ne? Ich ahne Böses. Jetzt mit dem Mercedes. Bin noch nicht viel mit dem gefahren. Deswegen ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal so ein bisschen dran zu gewöhnen, wie der so ist. Dann kann ich den nämlich auch mal auf Touren verwenden. Oh ja, der hat aber ganz schön. Merkt man, dass der natürlich ein bisschen mehr PS auch unter der Haube hat. Der pest ganz schön ab. So, das hat schon mal geklappt.
Ja, ich habe ein Tempomat, ne? Also das kann ich schon. Also ich kann ein Tempomat einstellen und dann fährt der gleichmäßig halt eben eine Kilometeranzahl. Das schon. Das kann ich einstellen. Macht auf der Autobahn schon mal Sinn. Muss mich halt dran gewöhnen, weil der halt eben ja anders ist als ein Iveco, klar, logisch. Ne? Der reagiert ja ganz anders. Da muss ich mich so ein bisschen einfahren mit dem. Oh, es wird auch. Ja, da hat er ja gesagt, dass er das wieder spielen will. Alleine macht das Spiel auch nur halb so viel Spaß. Mit mehreren, das ist schon witzig. Nee, willst nicht mehr mitfahren? Oh. Das ist schade. Warum? Ach Quatsch. Nee, du behinderst da nicht, um Gottes Willen. Man muss sich ja auch erstmal so ein bisschen einfahren. Also meine ersten Runden, die sind auch nie richtig toll, ne? Das erste Rennen, das ist immer grauselig. Und dann habe ich mich einmal eingefahren, dann geht es eigentlich so einigermaßen. Ich habe jetzt auch nicht so unbedingt die Ambition, da jedes Mal Erste zu werden. Ich fahre da einfach mit, weil es Spaß macht und dann ist gut. Wenn da natürlich jetzt wie letztens ein erster Platz bei rumkommt, weil die sich alle bekriegen da und ich dann einfach so, jo, alles klar, macht ihr mal. Ich fahre dran vorbei und bin dann Erste, freue ich mich natürlich drüber, klar. Ich fahre hier mit Automatik. Aber man kann den LKW auch mit Schaltung fahren. Nur dann ist es halt noch mehr mit Tastatur arbeiten und noch mehr gucken. Ach, Wakefest. Nee, Automatik. Da fahre ich auch Automatik. Weil sonst bist du ja nur am Rumschalten und rumtippen. Finde ich schon angenehmer. Also gleich ein Lurker entlarvt. Die armen Lurker. Moin, Marados. Haben wir dich entlarvt?
Aber der ist halt angenehm, ne? Weil der auch ein bisschen leiser ist als der Iveco. Muss ich echt sagen. Also ist das schon cool. Fährt sich auch sehr, sehr angenehm. Zu viele Tobis. Ach! Oh, oh, wow, 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 wow. Alles klar. Jo. Und dann mag ich auch noch die Tobis. Da muss ich echt sagen, dass ich klar in der Schulklasse damals halt eben noch eine Daniela hatte, aber seitdem das so nicht mehr erlebt habe, also auf der Arbeit dann nicht mehr. Jetzt kenne ich eigentlich auch so keine Daniela bei uns. Scheint doch nicht so häufig vorzukommen. Oh, Baustelle. Geschafft. Puh. Sag mal. Unglaublich hier. Aber ich merke, ich muss noch ein bisschen aufrüsten, was Beleuchtung angeht. Da habe ich an dem Iveco deutlich mehr und der macht mir auch ein bisschen mehr Licht nach vorne hin. Will jetzt nur kein Fernlicht anmachen hier, weil das blendet dann wieder, auch wenn es jetzt hier nicht im Multiplayer ist. Aber trotz alledem, dann wird man nur hier dauernd angeblinkt. Ja, solange ich mich nicht wieder, ups, da war ein Lag, Hilfe, auf die Seite lege, so wie vorhin, ist alles gut. Puh, das ist ja mal gut gegangen.
Hier ist aber stockduster, ne? Keine Lampe, nix. Also keine Laterne, meine ich jetzt. Die Lampe. Wow. Wow, wow, wow. Ja, mit dem muss ich noch ein bisschen üben. Der fährt sich definitiv anders. Ist gar nicht so einfach, weil der Iveco ist halt viel, viel kleiner und das muss man schon erstmal machen. Naja, aber dafür seht ihr dann auch mal so lustige Szenen, passt dann auch mal ganz gut. Man sieht echt nichts, ne? Na, jetzt wird's mal ein bisschen heller hier. Das ist doch angenehmer zu fahren. Und wieder Stockduster. Gleich so ein bisschen Kolonne fahren mal üben hier. Fahre ich mal eine Weile hinter dem hier her. Wir sind ja auch schon bald wieder da. Überholen wir den jetzt doch mal. Transporti Mediterrane. Brusselis. Er speichert schon wieder. Okay, alles klar. Bist schon unterwegs zur Arbeit. Ich mache auch nicht mehr lange, also die Tour fahre ich jetzt noch zu Ende. Und dann werde ich mal schauen, wer dann noch on ist, ob ich euch dazu jemandem schicke. Naja, habe ich schon so verstanden, dass du noch da bist.
Kein Monstrum? Netter Versuch. Nein, das müssen wir dann mal machen, müssen wir zusammen machen, ne? Weil das schaffe ich nicht alleine. Zumal ich mich auch noch nicht richtig damit befasst habe, welche Funktionen. Ja, ich denke, Ahn werde ich wohl auch nehmen dann. Für den Raid. Ne, welche Funktionen halt eben in dem Spiel wichtig sind, was ich da alles drücken muss und wann ich das drücken muss und so. Das ist halt alles noch ein bisschen zu neu. Ich wollte zum Beispiel, als ich das angefangen hatte, etwas aufnehmen und wusste überhaupt nicht, was drücke ich denn jetzt überhaupt. Also da muss ich mich noch mal näher mit befassen, bevor ich das dann wirklich mache. Und dann auch gerne F-Bashen. Okay. Erster Aufenthalt in Lüttich. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Okay. Alles mit F. Okay. Ja, das ist ja nicht schwer. Aber gut, das muss man auch erstmal wissen, ne? WASD zum Laufen, ja, genau. Und ducken ist ja ab und an mal, ne? So ist das jetzt hier, ja, ne? So, was haben wir denn? Auf Nummer sicher gehen wäre da. Ja, das kriegen wir hin. Ups. Oh, 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 oh. Muss erst richtig hier drauf. Ganz links. So. Und einmal hier richtig rum. Wow. Langsam. Captain Gaffo, Spiel 7 Days to Die. Eventuell mache ich heute Monster oder morgen. Ah, du machst heute? Oder morgen? Ja, cool. So, jetzt muss ich mal eben hier schauen, was ich hier für eine Situation habe. Einmal Situation Cooking. Ja. Ich glaube, das machen wir anders. Ich fahre noch mal eine Runde, weil so kriege ich das nicht hin. Muss mich mit dem LKW erstmal richtig vertraut machen hier. Dann fahren wir noch mal eine Runde hier rum. Juck. Oh, nein. Wow. Ja, kannst du ja spontan dann entscheiden. So, und jetzt ist es besser. Jawohl, so. Jetzt nur noch gegenlenken. Müsste ja eigentlich, müsste das jetzt passen? Immer noch nicht? Meine Güte. Was ist das denn hier? Warum gibt er mir den nicht? Boah. Nee, gar nicht wahr. Ups. So. Nee, schaffe ich einfach hier jetzt gerade nicht.
Warte. Ich kurbel noch mal. Ich will das jetzt schaffen. Jetzt haben wir's. So. Hat mich der Ehrgeiz jetzt gepackt gehabt. Jetzt wollte ich das doch verdammt noch mal schaffen. So, das hat auch ordentlich Erfahrungspunkte noch mal gebracht. Sehr schön. Habe ich den auch mal ein bisschen eingefahren. Ja. Und dann schicke ich euch genau zum Ahn. Aber vorher bedanke ich mich noch bei allen, die zugeschaut haben, bei Marados, bei Sanjay. Und den anderen Lurkern auch noch. Ich möchte jetzt gar nicht euch hier so enttarnen und entlarven. Lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und dann würde es mich jetzt noch mehr freuen, wenn ihr mitkommt zum Ahn. Genau, der freut sich nämlich immer über jeden Support, den er bekommt. Support ist kein Mord und deswegen machen wir das jetzt. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag. Lasst euch nicht stressen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ihr Lieben!